Tobias, Anwesende, ich möchte Sie alle recht herzlich begrüßen zu einem für unsere Gemeinde doch recht wichtigen Akt heute. Wir wollen die Grundsteinlegung vornehmen für unsere neue Feuerwehrfahrzeughalle. Ich begrüße ganz besonders unseren Innenminister, Herrn Holger Hövelmann. Ach, können Sie ruhig weiter sagen. Ja. Kein Problem. Unser Landrat Jürgen Dannberg und unseren Landtagsabgeordneten Herrn Frank Scheure. Sowie alle anderen, die ich nicht alle namentlich aufführen möchte, sind doch recht viele, die den Weg hierher gefunden haben. Wir haben lange darum gekämpft, dass wir diesen Anbau tätigen können. Die Feuerwehrunfallkasse des Landes hatte uns vor 4 Jahren mitgeteilt, dass unser Gerätehaus hier nicht... Allen Beteiligten am Bau viel Erfolg. Wir würden jetzt zum symbolischen Akt der Grundsteinlegung kommen. Es muss heute ein bisschen improvisiert werden. Wie gesagt, die Statik für die Fundamente, die haben wir erst am Montag bekommen. Der Baubetrieb hat 14 Tage Bauverzug, aber nicht aus seiner Schuld. Deswegen haben wir hier nur ein paar Elemente hingestellt, aber wir werden die Hülse dann natürlich entsprechend einmauern und haben sie mit Dokumenten versehen, die dann ja, zukünftige Generationen, wenn hier wieder mal Veränderungen anstehen, vielleicht am Gebäude, dann, denen sie dann entnehmen können, was hier alles geschehen ist in den letzten Wochen, Monaten und Jahren. Wir haben das auch dokumentiert, der Ablauf, wie das alles gewesen ist, von den ersten Gesprächen, die wir geführt haben, zum Neubau bis zum heutigen Tag. Tobias, ich würde dich bitten, dass du die Hülse dann dort einlässt. Okay, ja. Das war das mit der Statik, ja? Ja, ja. Deswegen hat das so lange gedauert. Ja. Der wird. Ja. Ja, ich hoffe, das ist unser Gleichbruch. Gut, gut. Ja. Ja. Oder ja, ja. Da geht doch schon nicht rein. Ist doch prima. Aber okay. Dann gucken wir mal. Ja, gut. Ich mache das mit links. Ja. Doch hat das der Bau auch mit links. Jawohl, auch gut, die Ring wird. Gelingen wird. Und dann nehmen wir noch Vertreter der Jugendfeuerwehr. Denn ein Teil des Gebäudes wird auch unserer Jugendfeuerwehr gehören. Sie bekommen nämlich einen eigenen Clubraum dort. War Tobias? Genau. Prima. Das ist mein Herz.